Hä? Leute? Irgendwas ist komisch hier. Eigentlich bin ich doch im Finale und wollte eigentlich ein Intro für euch filmen für Tag 3 oder für die Fortsetzung von Tag 3 aus Finale. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich in meinem Fahrradkeller gelandet und hinter mir hängt auch mein Fahrrad. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber vielleicht wird es ja nach dem Intro besser und vielleicht sind wir nach dem Intro im Finale. Keine Ahnung. Sonst wünsche ich euch eigentlich immer viel Spaß mit dem Video. Deshalb mache ich das dieses Mal einfach auch so. Und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr nach dem Intro im Finale zur Fortsetzung von Tag 3. Aber ich habe keine Ahnung, was gerade hier passiert ist und warum ich jetzt gerade in meinem Fahrradkeller sitze. Naja, mal schauen.
also nur, dass ihr ein bisschen einen Anhaltspunkt habt. Der Julian, der vor mir fährt, fährt dieses Jahr EWS. Und vorne fährt der Guide, der bei uns heute beim Full Day Shuttle dabei ist. Ja, die zwei sind natürlich minimal im Vorteil. Deshalb komme ich da einfach nicht hinterher. Also, der Guide ist local hier, sind in seine Home Trails. Der geht ab wie Sau. Und der Julian fährt EWS dieses Jahr, von daher komme ich damit klar, dass ich langsamer bin. Nee, aber nur, dass ihr halt Bescheid wisst. Macht trotzdem mega Bock. Ein paar Lines sich mal von denen an gut abgucken. Ist mega gut. Ich glaube, wir sind am Ende. Willst du mal vor, oder? Okay, little jumper. Ah ne, es ist noch Regen. Slow line. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, jetzt wird's assi. Entschuldigung, könnt ihr mal in den Witz stehen oder was? Oh ja, das sieht echt assi aus. Wenn's da runter geht, Alter. Yo. No way, da fahr ich nicht runter. Ah, wobei. Ja. Okay, that's... That's shit. Better not to look. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ich schieb da runter. Das ist schon hart, gell?
Da unten die Kurve ist halt nass. Melvin, zeig mal, wie das geht. Ich schieb. Das ist hier echt kein Vorgehen. Es ist halt fucking steil. Und wenn es sich da rüber legt, dann landest du wahrscheinlich da unten irgendwo. Du musst halt langsam rum. Ich glaube, das geht nicht langsam. Meinst du das? Nee, glaub nicht. Ey, ich hätte halt einfach nur Schiss, da über die Kurve in St. Immerleinstal. Ja, genau, davor habe ich ja Schiss. Aber wenn ich mich über den Lenker lege, ist mir sonst egal, aber da. Das fahren wir jetzt einfach. Warte, ich schieb vor euch runter und dann mache ich Bilder. Basically, you need to stay more outside as possible. And that's it. But yeah, looks more terrible than it is. It is in the bike, with the bike. Sagt er. Ja. So, der Guide fährt mal voraus. Alter, das ist so krank. Oh, ausgeklickt. Alter, ich wollte umsetzen, aber ich bin ausgeklickt. Ja. Das ist mir bei den Grandfather Brothers Pedalen ständig passiert. Leute, ich habe gerade echt. Ich bin gerade echt asozial. Gerade echt hart Schiss. Ist eine kranke Stelle hier. Jawohl, Alter. Geil, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenn man kontrolliert da runterfährt, dann geht's voll. Da unten schreien sie nur, weil sie Spaß haben. Leute, das ist so heftig hier, ohne Scheiß. What? Ah, yes. Wow, okay. Thank you.
Und wieder fußnass, ey. Jo Leute, also wie ihr seht, ist es jetzt mittlerweile dunkel. Ich laufe hier nochmal durch eine Gasse, durch Finale. Wir wohnen in einer Wohnung hier in Finale Borgo, das ist so ein bisschen überhalb von Finale Ligure, nicht ganz unten am Meer. Wir waren heute, sind heute aber mal runtergefahren, überkrass da unten, wenn da die Sonne untergeht, ist richtig heftig. Also allein von der Landschaft finde ich es hier mega krass. Also die Trails sind übelst geil, aber allein die Landschaft abnormal hier. Also es ist wirklich richtig heftig. Für heute war es das auf jeden Fall mal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder zum neuen Video. Macht's gut, ciao.